Ja, also die ersten 5 Einheiten haben wir hinter uns gebracht. Die Spieler sind in einer sehr guten Verfassung. Alle Hausaufgaben, die wir ihnen mitgegeben haben auf dem Weg zwischen den Jahren, haben sie übererfüllt. Das haben wir daran gesehen, dass wir die Uhren ausgelesen haben, die sie mit hatten. Und das hat man auch auf dem Platz gesehen. Also es ist schon sehr intensiv. Wir haben direkt losgelegt, keine langen Vorlaufzeiten, sondern mit dem ersten Training direkt in unsere Idee eingestiegen. Hat schön gescheppert, hat richtig Spaß gemacht zuzugucken. Super. Also der Schwerpunkt ist in den ersten Tagen eher Spiel gegen den Ball, um das Werder Bremen Spiel rum. Und dann im zweiten Teil, also eins unserer Ziele ist ja, durch unsere Art und Weise gegen den Ball zu arbeiten, dem Gegner Stress zu bereiten und so ein bisschen Chaos zu verursachen. Und der Plan ist aber, das Chaos nicht ins eigene Spiel kommen zu lassen, sondern dann auch wieder Ruhe bei Ballbesitzzeiten zu haben. Und diesen Wechsel hinzukriegen zwischen den Intensitäten, das wird so der Schwerpunkt im Trainingslager. Ja, das sind Trainingseinheiten für mich, ne? Wir haben ja, Bremen ist klar, Bundesligist, muss man nicht drüber reden. Baku ist vom Niveau her ein guter Zweitligist. Also da wird es am ehesten darum gehen, gut gegen den Ball zu arbeiten. Und natürlich auch die körperliche Entwicklung wird da weiter vorangetrieben, weil da werden wir auch hier und da schon mal hinterherlaufen müssen. Und trotzdem, also ich bin so gestrickt und die Mannschaft, glaube ich auch, dass wenn wir auf den Platz gehen und uns messen mit anderen, wollen wir die Spiele gewinnen. Und deswegen werden wir auch gegen Werder Bremen nicht sagen, das Ergebnis ist uns egal, denn zum Fußball gehört dieser Wille und dieser unbedingte Wille, immer gewinnen zu wollen, also auch gegen Werder Bremen. Also die Erwartungen sind erstmal nicht so hoch, weil er eine Zeit lang nicht gespielt hat jetzt, ne, in Chemnitz. Er ist nicht im Rhythmus, wir müssen mal sehen, wie schnell er in den Rhythmus reinkommt. Fußballerisch finde ich ihn super, habe ihn schon länger auf dem Zettel, er bringt fußballerisch alles mit, was ein Offensivspieler bringen muss. Er hat Tempo, er hat eine klasse Ballbehandlung, er bereitet Tore vor, er kann Tore selber erzielen, er spielt gute Standards. Also er hat ganz viele Sachen, die uns weiterhelfen sollen. Und jetzt ist es unser Ding, das auf den Platz zu bringen. Eine Wunschelf habe ich in der Hinsicht gar nicht, sondern ich bin froh, dass wir so einen breiten Kader haben, der so gut aufgestellt ist. Und die Wunschmannschaft gibt es nicht. Die wird sich immer wieder mal ändern. Das hängt von Formkurven ab, das hängt vom Gegner ab, das hängt von taktischen Dingen ab, die man selber entwickelt. Und Woche für Woche wird es da hier und da immer mal wieder Veränderungen geben. Deswegen bin ich froh, dass ich wählen kann zwischen vielen guten Fußball. Sportlich? Ich bin nicht so ein Freund von langfristigen Zielen. Ich bin jemand, der eigentlich von Samstag zu Samstag lebt. Und jeden Samstag will ich gewinnen. Immer. Es gibt für mich keinen, selbst wenn ich Tippkick mit meiner Freundin spiele, will ich gewinnen. Alles, was im Zusammenhang mit Fußball ist, ich bin ein ganz schlechter Verlierer. Und das treibt mich an. Fast schon ein bisschen krankhaft, aber so ist es immer. Da dürfen sich die Cottbus-Fans drauf freuen. Vielen Dank. Okay.